3, 2, 1, 0. Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Kip Supernova und es ist bestimmt kein Geheimnis, dass ich ein riesengroßer Pixar-Fan bin. Und es hat mir besonders eine ganz besondere Filmreihe, naja, Filmreihe kann man nicht sagen, die Monster AG hat nur eine Fortsetzung, nämlich die Monster Uni, aber auch eine Serienadaption, nämlich Monsters at Work, Monster bei der Arbeit. Ich hoffe, da geht's bald weiter. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, vor ein paar Monaten kam hier schon mal ein Video raus, Leben wie ein Alien, wo ich euch so ein bisschen gezeigt habe, wie ich gerne mein Zimmer umgestalten würde. Aber ich habe mich nochmal neu inspirieren lassen. Ist ja die Monster Uni meine Lieblingsfilmadaption bei Pixar zum Thema Monster AG. Kurz so über die Monster Uni, warum die mir so gut gefällt oder besser gefällt. Man sieht mehr Monster, die Monster sind ein bisschen mehr alltäglich, ja, also man sieht ein bisschen mehr, eine größere Vielfalt und vor allem auch so dieses Uni-Campus-College-Feeling gefällt mir sehr gut. Und ja, vor allem dieser Raum hat es mir angetan, Mikes und Randalls gemeinsamer Raum in der Uni, in dem Wohnheim, ja, Wohnheim ist es bei der Uni. Und davon inspiriert habe ich gedacht, ja, das würde mir sehr gut gefallen, mein Zimmer so wie Mikes und Randalls Zimmer zu gestalten. Den Monster AG Teppich, den habe ich schon, wo man jetzt hier gerade im Bild sieht, vor Mikes Bett. Übrigens, das ist jetzt nicht Mikes und Randalls Zimmer auf dem Campus, sondern das ist jetzt die Szene, wo Mike und Sully in dem Omega Kreischma Verbindungshaus sind. Da im Hintergrund sieht man übrigens auch einen Mülleimer mit dem Monster AG Logo drauf. So einen muss ich mir auch noch besorgen. Und ich habe auf meiner Suche oder auf meiner Recherche tatsächlich jemanden gefunden, der Mikes und Randalls Zimmer auf der Monster-Uni in einem 3D-Programm nachgebildet hat. Also man sieht hier zum Beispiel diese wunderschöne Erkernische am Fenster, der Holzboden, das ganze Rustikale, das gefällt mir richtig, richtig gut. Schaut euch mal das Mikes Bett an und die ganzen Poster. Das gefällt mir richtig gut. Genau so würde ich mein Zimmer gerne umgestalten. Machen möchte. Das ist das Bett und ein Schreibtisch so zu stellen, wie man es hier sieht. Den Monsterteppich habe ich ja schon, wie gesagt. So ein Abfalleimer noch mit dem Monster AG Logo drauf oder Monster Logo drauf. So ein Bett müsste eigentlich auch irgendwoher beschaffbar sein. Und natürlich das Regal. Auf mich strahlt dieser Raum und das ist jedenfalls eine wunderbare, vor allem gemütliche Atmosphäre aus. Ich glaube, so würde ich mich richtig wohlfühlen, sowohl zum Schlafen, zum Chillen, aber auch zum Arbeiten, vor allem zum Lernen, zum Lesen und oder am Computer was arbeiten. Ich könnte mir auch vorstellen, vom Bett aus oder von dem Bereich auch aus zu streamen, Fursuit Friday Streams zu machen. Da würde ich euch dann gerne auf den Laufenden halten und natürlich auch Fotos und kleine Videos, vielleicht auch auf Instagram mal gucken, zeigen, aber auf jeden Fall hier. Und ja, dann bleibt neugierig, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.